Schön, dass ihr wieder da seid, wenn es wieder heißt Dark Souls 2 hier bei Liquid Let's Plays. Der Valerius ist hier. Und der Ascanius natürlich auch. Und ihr wisst, Liquid Let's Plays oder beziehungsweise Dark Souls 2 wird vor Live-Publikum aufgenommen. Deswegen hört ihr auch ab und zu eine Stimme, die sich hinten beschwert oder beziehungsweise die mal zwischenlacht. So. Hallo. Ja, hallo. Ihr seid jetzt zwei sexy Typen. Das kam jetzt nicht so. Du bist froschophil, ich merke das schon. Ja, froschophil. Alter, die haben aber auch hässliche Glubscher, oder? Ja. Die könnten auch mal zwinkern, dann wäre das nicht so, sehr, nicht so komisch aus. Ja, das Problem ist, hier sitzen noch mehr. Ja. Von diesen. Ja, das mit dem Live-Publikum, weil ab und zu halt was zu hören gibt. Ja, man braucht ja euch nicht wundern, wo es herkommt. Genau. Na, was mach ich denn da? Ah, nicht zu weit zurück! Halt den Mund! Da hätte der Hässliche fast den Hässlichen getötet. Ja, genau, ich da wohl. Alter, die haben auch voll den kleinen Mund. Was macht ihr denn da? Ja, an dir vorbeispringen. Ja. Ein Held. Ich hab's gemerkt. So, wir haben einen kruden Stein von dem Kollegen gekriegt. Ja. Viele Grüße an Shadow Joker, der mal wieder in unser Let's Play reinschreibt. So, hier brauchen wir diesen coolen Zahnschluss. Oh, was ist das denn für ein hässliches Viech? Nein, das ist kein hässliches Viech, das ist eigentlich eine coole Olle. Eigentlich ist das ein hässliches Vieh und eine coole Olle. Ja, okay. Oder kurz gesagt, Ornifex. Genau, das ist quasi die Kursform für hässliches Vieh und coole Olle. Ja. Und Schwester von Kleenex. Mhm. Es gibt natürlich auch andere Tücher. Weiß halt nicht. Naja, auf jeden Fall, sie erzählt danke, dass wir sie befreit haben. Freundlicher Reisender. Und sie glaubt, dass sie uns von Nutzen sein könnte. Natürlich. Wenn wir sie zu Hause besuchen. Ja. Ein ganz schön forscher Vogel, du. Ja. Also, ja, mehr erzählt die Kollegin auch gar nicht. Da kriegen wir noch ein Item. Eine Estus Flacon Sherry. Ja, sag mal. Haben wir nicht das letzte Mal sowieso noch eine Estus Flacon Sherry gehabt? Die wir Mal? Ich glaube wohl, ja. Wo wir dann sogar gesagt haben, oh, das dürfen wir nicht vergessen, die Estus Flakon-Scherbe einzusetzen. Jetzt haben wir zwei, okay. Du, man kann nie genug haben, ne? Nee. Ich finde, das ist eins der geilsten Items in dem Spiel. Ja. Definitiv. Ja, klar. Freue ich mich jedes Mal drüber. Ich auch. Es gibt kaum ein Item, über das ich mich so freue. Richtig. Obwohl, Dings sind auch immer ganz nett. Menschenbilder. Ja, die sowieso ganz nett, aber das meinte ich eigentlich gar nicht. Eigentlich meinte ich vielmehr, hier, Staub, hier, zum Verbrennen. Ja, die sind auch gut, ja. Edler Knochenstaub, so, ja. Das habe ich gesucht. So, okay, wenn ich mir das recht überlege. Ach, 18.000 Seelen, das lohnt sich noch nicht, ne? Ne. Na gut, wir müssen natürlich den Ring kaufen. Ne? Und wir müssen gleich mal nach Majula auf jeden Fall, zumindest zum Ende der Folge, damit wir endlich das Special aufnehmen können. Wir brauchen den Ring, ne? Ja. Stimmt. Aber das machen wir am Ende der Folge, würde ich sagen. Weil dann können wir das nämlich in einem abwaschen. Ja, aber mir fällt nicht mehr ein, was wir sonst noch brauchen. Also was wir sonst noch machen können hier. Ne. Das ist mein Problem gerade. Ja, das ist wahr. Da unten war ich schon, ne? Da bin ich hergekommen, ne? Ja. Ja. Ja, dann reisen wir jetzt mal eben nach Majula. Hey. Nutzt ja alle nix. Nö. Und hier ist wieder ein Ladebildschirm, der natürlich wieder Ewigkeiten dauert. Also, wen interessiert, was Ornifex macht, wo wir die jetzt schon mal getroffen haben und wir gesagt haben, oh, die ist toll. Haben wir das gesagt? Ja, wir haben nicht gesagt, dass sie toll ist. Wir haben nur gesagt, dass es eine coole alte ist. Aber wir wollen auch jetzt nicht spoilern, was für Ornifex ist, oder? Nicht? Nö. Ich hätte es jetzt erzählt, die wissen ja noch nicht, wo wir sie wiederfinden. Ach so. Weiß ich nicht. Also ich fände das schon ganz interessant zu wissen. Ja. Ja gut, dann erzählt halt. Also Ornifex ist quasi so wie der eine Typ im Eisenschloss, den wir entsteinert haben. Die gibt uns auch für Seelen Waffen. So ja. Ganz grob gesagt. So, bevor wir das vergessen, holen wir als erstes mal den Ring. Damit wir am Ende die erste Flakonschirm wieder vergessen. Mieze Katze, komm hier. Miezi. Da bist du ja. Oh. Who are you again? Ja. Ja, ich rede immer gerne mit Katzen. Ich auch. Gegenstand kaufen. So, hier haben wir nämlich einen Ring, wo sich wahrscheinlich am Anfang viele fragen, was soll man denn damit? Macht Stimmen vom Gegner hören, aber so ein Brutt.
Naja, hast du denn schon mal einen anderen Sinn von diesem Ring gesehen, als jetzt diesen, den wir jetzt gleich zeigen werden? Ja, man hört die Gegner. Wenn du irgendwo langläufst, hörst du so ein... Keine Ahnung, weiß ich wow. nicht. Wow. Also das heißt, du kannst die quasi bei Hinterhalten oder so. Hörst du, da muss ein Gegner irgendwo stehen. Mm. Ne, ja, aber es gibt viel geilere Ringe. Ja, wenn man ein bisschen begabt ist, kriegt man den Hinterhalt nämlich auch so mit. Ja. Zum Beispiel, oh, da vorne ist eine Ecke. Das könnte ein guter Hinterhalt sein. Ja, wie viel brauchen wir jetzt eigentlich fürs nächste? 13.527 haben wir, 16.000 brauchen wir. Ja. Du hast gedacht, wir brauchen, haben genauso viel. Nein. Ich wollte nur so ein bisschen freudig klingen. Ja, hast du geschafft. So, wir nehmen mal erstmal hier so ein bisschen Kleinkram weg, dann brauchen wir eh nicht. Arbeiten uns mal langsam hoch. Mhm. Was ist dein Motto? Langsam hocharbeiten. Ja. Schlafen. Nicht. Das kann man von dem Knochenstaub haben wir aber nicht, ne? Nein. Nö. Schön. Mit 20 Menschenbilder, das ist nicht schlecht. Das stimmt. Aber warum kann man die Menschenbilder verbrennen, weißt du das? Ja, das hat was mit Eindringlingen zu tun. Damit kannst du verhindern, dass Leute dich invaden können. Hm. Die Chance verringern. Ich bin mir nicht ganz sicher, irgendwie sowas in die Richtung. So. Ja, bitte doch. Das war Nummer 1. So, und dann haben wir wirklich noch einen zweiten? Ja. Tatsächlich. Haben wir noch einen dritten? Nee. Du musst es nicht übertreiben. Schade. Ich hätte auch sexy gefunden. Ja, das weiß ich doch. So, das war ja einfach. Ich hoffe, das reicht jetzt. Sonst bin ich traurig. Das wollen wir ja nicht. Ausrüstung, Helm. Ja. Hey, du hast mir versprochen, traurig zu sein. Ich habe nur so viel Seelen, das lasse ich nicht auf mir sitzen. Das dürfte noch nicht reichen. Das aber. Ja, wir schleppen echt schon viele Seelen drum. Ja, aber so ein bisschen Backup ist ja nie weg, ne? Ja. Also ich benutze die zu Hause auch eigentlich nur, wenn ich die dann mal für sowas in solchen Situationen mal brauche. Ja, ja, klar. Weil dann finde ich die nämlich viel geiler, als wenn ich meine, klar, wenn man das Level sonst schon hat, ist auch nicht schlecht, aber wenn man gerade irgendwie ein Special Use dafür hat, finde ich das irgendwie noch ein bisschen charmanter. Natürlich. So als Backup, weil wenn du dann wirklich willst, brauchst du das nicht erspielen, ne? Genauso wie wenn du nochmal Pfeile kaufen musst oder... Ja, für so Kleinkram halt. Ja, genau. Mhm. Ich meine, so Seelen, die 5 Dorfs bringen, ist natürlich... Da kannst du ein bisschen größeren Kleinkram von kaufen, aber... Der Helm ist übrigens hässlich wie die Nacht. Nein, der Helm ist geil. Der ist hässlich wie die Nacht. Du, wir müssen den Rest der Rüstung dazu haben, dann ist der sexy. Ist wirklich so. Ja. Ich finde ihn gut. Ja, gut. Aber du stehst auch auf ein ganz heißes Pink hier. Ja, heißes Pink ist heiß. Schattenwald ist der das? Ja, ne? Ja. 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 Yes. Schön. Light is green. Light is green. Weil wegen ist so. Ja. Ich musste nach der Folge noch mal ein paar andere Sachen erzählen, die wir vielleicht mal auch so zwischendurch machen müssen. Erinnere mich mal dran. Oder der Zuschauer erinnert uns dran. Genau, ihr wolltet vor 3000... Ja, dann weißt du gar nicht mehr, worum es ging. Ja, das ist... Das weiß vor 30 Jahren hast du in der Folge gesagt, obwohl die kommt ja dann jetzt schon, das ist übermorgen. Das ist natürlich eine geile Aussage. Die Folge kommt übermorgen. Ja, natürlich. Vor allem, weil die wahrscheinlich Ewigkeiten im Netz stehen werden, ne? Ja, schon am Release-Tag. Und dann sagen wir es auch noch in der Folge, die dann übermorgen erscheint. Weil dann ist es ja heute, quasi. Und wir reden von übermorgen. Ja, genau. In der Folge, die ja erst sehen, wenn es nicht mehr übermorgen ist. Das heißt, die heutige Folge. So, jetzt haben wir alle rausgeworfen, ne? Ja, natürlich. Aus dem Konzept. Niemand hat mehr einen Faden, den er folgen kann. So, da oben habe ich auch noch ein Item vergessen, habe ich gerade gesehen. Hm, stimmt sogar. Guck doch nicht so grimmig. Eigentlich sind die wohl cool, ne? So Löwenmenschen. Ja. Dem ist so wohl. Hallo. Komm her. Ja komm, trau dich. Das kommt noch einer? Weiß ich. Ist doch alles kein Problem. Mhm. Ist doch alles kein Problem. Mhm.
Ich hab Angst! Mami! Ach, wann? Rückwärts laufen in einem Gebiet, wo man weiß, dass da übrigens Rasen sind, die verfliegen können, super intelligent. Ich weiß ja, wo die stehen. Ja. Ich bin ja K-L-U-K. Mhm. Ich dachte, ich bin schneller als der. Ey, wieso ist... Wieso ist der gestorben? Ich freue mich auf die Wiederholung. Ja. Ich habe ihn böse angeguckt. Und der ist dann von Lachen erstickt, oder wie? Wahrscheinlich. Irgendwo muss es ja haben. Hat der Helm, den wir jetzt haben, eigentlich noch ein Tür zum Messer? Mir wäre jetzt gerade keiner bekannt, aber wir können ganz gerne nochmal rangucken. Sieh mal, wenn ich das Herrn anlesen kann, dann schlafen wir vermutlich so ein Bestie von Wilden Vengral. Von Forossa getragener Helm. Nein, anscheinend nicht. Okay. So, da haben wir nämlich noch ein Item vergessen. Beziehungsweise eine Kiste. In der sich ein Item befindet. Ohohoho. Beziehungsweise sogar zwei. Titanitbrocken und Verstand da. Gar nicht mal so scheiße. Nö, wir sollten demnächst mal gucken, ob wir unseren Bogen vielleicht mal wieder. Ja. Jetzt haben wir schon auf jeden Fall, seit wir in dieser siebten Aufnahmesession sind, zwei Stück gefunden. Mhm. Ach, warte mal, ich muss, warte mal. Und da sind wir gerade erst, ne? Ja, warte mal, wo ging's hoch? Da hinten irgendwo, ne? Da zwischen den Türmen, ne? Mhm. So, jetzt müssen wir natürlich auch dran denken, da rechts steht der Typ, den wir da entstanden haben, jetzt natürlich auch. Nicht, dass wir da gleich so unbedacht dran vorbeigehen. Ah, das machst du ja nicht als Profi. Nein, richtig. Ah, das tat bestimmt weh. Hallo. Wie viel Leben der noch hat, ne? Dann, wo ein Sackfasan ist. Hat der wohl irgendwie einen Effekt oder sowas eben gehabt, dass er die letzten Lebenstropfen quasi dann verloren hat? Ich hab keine Ahnung. So. Achso, wir haben noch gar nicht. Hier müssen wir ja gar nicht hin. Wir müssen ja erst mit Taki reden. Warum sagst du mir das denn nicht? Ach, du als Profi. Schön, sowas höre ich immer gerne. Ja, ne? Diese Lügen. Ja. Ich weiß, dass du es ironisch meinst. Mhm. Aber ich erkenne die Ironie trotzdem nicht. Okay. Ich habe extra ein T-Shirt an, wo ironisch draufsteht. Das ist auch geil, ne? Ja. Ich wollte das nochmal eben zeigen. Total geil. Das ist nicht unbedingt viel schmaler wie die Tür, ne? Nee, das ist. Also sieht auf jeden Fall so aus, als wenn man durchkommt. Also deswegen ist echt cool. So, hi Taki. Jetzt müssen wir natürlich auch den Ring ausrüsten, sonst bringt uns das nämlich alles einen feuchten Kehricht. Wahrscheinlich ganz unten, ne? Fast. Nee, das ist der nicht. Das ist der. Der hässlich. Nee, die, hörst du dieses Geräusch? Jetzt wieder weg. So ein. Ich lasse ihn gleich mal an, wenn ich da um die Ecke gehe, dann kommt er noch. Mensch, richtig, ja, so sieht so aus. Trotz des Waschbärhelms. Na gut, ein Waschbär ist es wohl nicht, aber. Warum sollte ich Angst vor einem Podracer haben? Ein Podracer, ja. Findest du nicht, dass der so aussieht? Ja, doch. So mit den Dingern. Weißt du, worauf hinaus willst, ja? Ja, er erzählt uns jetzt auf jeden Fall die Kurzfassung, dass er einen Meister hatte, der langer Zeit so Wesen wieder erschaffen hat und da gab es noch mehr von. Und der ist ein bisschen verrückt geworden und hast ihn nicht gesehen, ein bisschen wahnsinnig und ja, der ist wahnsinnig geworden, der hat angefangen, diese Viecher da zu erschaffen. Das ist schon, also ja, allein auf die Idee zu kommen. Natürlich, zu können ist cool. Ja. Ja, niemand weiß, wo der Master hin ist. Und jetzt erzählt er uns gleich noch, dass er so eine Olle hat. Ja. Er möchte, dass wir seine Braut töten. Ja, das kennen viele von euch vielleicht auch. Aber sie wurde auch gewalttätig und kontrollierter Raserei. Irgendwie haben die alle Schuss weg, ne? Ja. Außer Taki, der ist cool. Naja, den sollte man vielleicht nachher auch umbringen. Meinst du? Ja, einfach so aus Monster umbringen, technischen Gründen. Okay. Ja, guck mal, wer so aussieht. Ja, obwohl, man kann es ja nicht sagen, weil einer so aussieht.
Ich wollte es gerade sagen. Der ist. Der ist ne. Nein, das würde ich natürlich. Also, wir wiederholen uns jetzt gerade wieder. So, jetzt gehen wir. Übrigens heißt der Tag, nicht Taki. Und hier, da hast du es gerade wieder gehört. Ja, okay. Jetzt wirst du es normalerweise auch hören. Siehst du die? Mhm. Okay. Also das hast du fast durchgehend, weil hier ständig irgendwo überall Monster sind. Welchen Ring habe ich denn abgenommen? Ich habe den Ring der Klingen abgenommen, ne? Ja. Aber warte mal, wo kriegt denn man den Ring der Klingen denn nochmal plus 1 her? Ich weiß es, ich weiß es. Ich wusste das auch noch, ich hab's mir gerade nicht im Kopf. Helf mir doch mal eben. Bei dem zweiten Auftauchen von dem... Ach, ne? Genau. Sollen wir vielleicht mal gucken, ob wir das hinkriegen. Ja, könnten wir schon schaffen eigentlich. Ja, schaffen können wir viel, wir sind ja gut, aber ich glaube, dass wir da trotzdem erstmal dran kapieren. Ein ich oder zweimal. Ja, das könnte passieren, ja. So, achso, falls ihr wissen wollt, worüber wir gerade reden, wir wollen den Plus-1-Ring haben und den kriegen wir von dem wieder auftauchenden Verfolger. Genau. Der sich beim, wie hieß er noch, Feuer, nee, irgendein Dämon, wie hieß er denn noch? Boah, ich weiß auch nicht gerade, wie er heißt. Sünde, glaube ich. Was? Sünde, Dämon? Nee, warte mal, ich guck mal. Was ist der? Feuer, Blutdämon, Sachen. Nee, der heißt anders. Der heißt auf jeden Fall. Der heißt nichts mit Feuer. Nee. Der heißt irgendwas trotzdem mit. Schmelzer-Dämon! Schmelzer, natürlich. Schmelzer, ich wollte gerade sagen, der heißt irgendwas mit warm. Ja, irgendwas mit warm. Da ist wieder ein Glupschi. Jo. Hallo. Die sehen geil aus, wie die laufen. Seele eines tapferen Kriegers und ein Dämmerungskraut. Schmelzer-Dämon, ja. Dann. Ich muss springen. Du wolltest ja auch mal wieder, ne? Ah, das schaffst du. Der kleine Absatz, das wird dich nicht umbringen. Ja, ich hoffe. Aber das sagst du doch nur, damit du siehst, wie ich sterbe, so nach dem Motto. Nö, bei solchen Sachen glaube ich nicht, dass du da mittlerweile stirbst. Alter, sowas kann man immer sterben. Nein, ey! Du weil, Held! Weil du es gesagt hast. Du bist ein Held, ey. Weil du es gesagt hast. Du bist ein Held. Aber weiter geht's dann in der nächsten Folge. Ja. Ich wollte damit den Schlusspunkt setzen. Genau. Und in der nächsten Folge, geht's dann wahrscheinlich zum Endgegner. Das Equip, was ihr jetzt gerade gesehen habt, könnt ihr euch drauf verlassen, dass das genau das Equip ist, was in der Special-Folge kommt, die wir nämlich jetzt aufnehmen, wenn wir nach Majula gehen. Also, bis dann. Ciao. Ciao, Mittwoch.